Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist in der Tat ungewöhnlich, dass die antragstellende Fraktion hier den Antrag nicht einbringt. Und das ist deshalb umso bedauerlicher, weil ich der FDP-Fraktion für diesen Antrag, der zwar ein riesiges Sammelsurium darstellt, aber dennoch wert ist, debattiert zu werden, danken wollte. Es ist zwar eine Überfrachtung zugegeben, aber liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, uns Demokratinnen und Demokraten kann keine Gelegenheit zu schade sein und keine Stunde zu spät, um über den Frieden zu debattieren. Der Nahe Osten steht nämlich vor einer ganz gefährlichen Eskalation, und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir im Hause darüber debattieren. Ich nehme deshalb nur einen einzigen Punkt auf, liebe Herren und Damen von der FDP-Fraktion. Das ist der JCPOE. Vertrag, das Abkommen zum Nuklearabkommen im Iran. Das haben wir in der Tat allerdings auch schon gestern debattiert. Und Heiko Maas hat dazu ja auch schon sehr deutlich gemacht, was seine Position ist, und auch erläutert, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es um den Erhalt dieses Abkommens geht, wofür sich die E3-Außenminister, nämlich Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands, wiederholt stark gemacht haben. Und auch die hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, hat diese E3-Haltung noch mal deutlich gemacht. In der Tat allerdings auch bei dem überraschenden Besuch des US-Außenministers Mike Pompeo in Brüssel, der diese Haltung, seine Hardliner-Haltung, hier auch den Europäern noch mal aufzwingen wollte. Es ist richtig, dass da die Europäische Union mit den E3-Vertretern deutlich gemacht hat, dass sie dem nicht folgen will. Wir sagen deshalb, und alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Saal sollten dem folgen, Schluss mit dem Säbelgerassel. Und das muss auch an die Adresse nicht nur des US-amerikanischen Außenministers gehen, das muss vor allem an den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump genauso wie an seinen Berater John Bolton adressiert sein. Und seien wir ehrlich, auch das Regime unter der Führung von Hassan Rouhani im Iran können wir dabei nicht aussparen. Erinnern Sie sich noch, als George W. Bush 2003 den dritten Golfkrieg für beendet erklärte, da ahnten wir doch hier längst, dass das keinesfalls ein Präventivkrieg war zur Vernichtung von Massenvernichtungswaffen. Im Gegenteil, es hat zwar den Despoten Saddam Hussein, wenn ich das so sagen darf, vernichtet, aber Frieden im Nahosten hat es keineswegs geschaffen. Im Gegenteil, die Folgen waren doch vielmehr Bürgerkrieg, Terroranschläge, Kriegshandlungen und Gewaltkriminalität. Und schlimmer noch, die Ausdehnung des IS in der Irakkrise 2014 ist vermutlich eine der langlebigsten Folgen genau dieses Krieges. Und ich bin immer noch stolz, liebe Freundinnen und Freunde des Friedens, dass damals die rot-grüne Regierung Nein gesagt hat zu diesem Krieg. Und das sollte sie auch heute wieder tun, wenn es darum geht, eine Hardliner-Position zu unterstützen. Wir hatten damals allerdings auch Russland, Frankreich und China an der Seite. Diese Geschichte, dieser Teil der Geschichte darf sich allerdings gerne wiederholen. Ich bin etwas überrascht gewesen, dass der FDP-Antrag Instex als Instrument der Stabilität auch für die wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran in seinem Antrag ausgespart hat. Das zeigt aber, dass wir das Thema durchaus noch mal aufnehmen sollten, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann aber in der gebührenden Breite und Intensität. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Daniela de Ridder. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Dr. Roland Hartwig.